Und wir freuen uns auf einen Vortrag von Matthias Keller mit dem Titel Funktionsanalyse nach Verletzung und Operation am Sprunggelenk am Ende der Frühphase. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Matthias Keller. Ich bin Physiotherapeut und leite das OES-Institut in München und bin als selbstständiger Therapeut im Prehab Lab tätig. Ich freue mich ganz besonders über die Einladung, an diesem innovativen und spannenden Format teilhaben zu dürfen und versuche in kurzer Zeit eine gewisse Aussage über das Thema Funktionsanalyse nach Verletzungen und Operationen am Sprunggelenk darstellen zu können. Ich möchte damit beginnen, Ihnen das kurz darzustellen. Und zwar die Frage ist, was bedeutet Frühphase oder wo kommen wir mit der Frühphase her? Diese Arbeit von Matthew Buxhoop zitiere ich sehr gerne, weil sie doch darstellt, wie im zeitlichen Verlauf die einzelnen Phasen dargestellt werden können. Zum einen sehen wir in den Kreisen die Rehabilitation und eine Performancephase, also darum, wenn es geht, eine Leistungssteigerung oder eine Leistungsverbesserung zu erzielen. Und diese Phasen gehen ineinander über. Das heißt, es ist ein Fluss innerhalb des zeitlichen Niveaus. Unten dargestellt haben wir zum einen die Reha-Phase, die dann übergeht in die On-Field Rehabilitation, Return to Training, Return to Competition und Return to Performance. So, und wenn diese zwei Kreise, die sich überschneiden, ist für mich ein Stück weit das Ende der Frühphase. Also eine etwas vielleicht spät dargestellt, aber am Ende der Rehabilitation müssen erste Performance-Aspekte erzielt und erreicht werden und eine gewisse Belastungserprobung muss dargestellt werden, um auf die Inhalte vorzubereiten, die in einer Spätphase der Rehabilitation eben abgefragt werden an unseren Patienten. So, was haben wir? Ich habe das Ganze mal versucht, ein Stück weit in der Literatur darzustellen und klar ist, dass es hier keinen Konsens gibt. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, die sich damit befassen und kriterienbasierte Rehabilitation darzustellen, sei es in einer Spätphase oder Frühphase. Wenn man das zusammenfassen darf aus den unterschiedlichen Arbeiten, dann geht es eigentlich immer um wesentliche Aspekte, die hinsichtlich einer Funktionsanalyse abgefragt oder nachgefragt werden. Zum einen geht es um die Muskelkraft, also Muskelkraft im Bereich der Beinmuskulatur oder Muskulatur der unteren Extremität, die durchaus relevant ist, um den Wiedereinstieg in eine Spätphase oder in belastenden Tests darzustellen. Ganz häufig und interessant sind natürlich Hop-Tests, die nicht nur im Knie eingesetzt werden, sondern eben auch nach Verletzungen am Sprunggelenk, aber auch Bewegungsqualität, also Beurteilung der Bewegungsqualität, nicht nur der Quantität. Auch hier spielen die psychologischen Faktoren eine entscheidende Rolle, aber auch die Range of Motion. Und wenn wir diese verschiedenen Aspekte darstellen, dann kann man das so ein Stück weit wie so einen Blumenstrauß bezeichnen. Und ich glaube, aus einem schönen Blumenstrauß an verschiedenen Assessments oder Funktionsanalysen lässt sich ein Profil darstellen unserer Patienten und Athleten. Und anhand dieses Profils lassen sich gute Entscheidungen treffen, was die Reha-Steuerung und die Reha-Planung angeht. Ich habe jetzt mal so meine Top 3 Tests herausgesucht und möchte die Ihnen kurz vorstellen. Bevor ich damit beginne, nur ganz kurz. Gerade in der Frühphase ist es natürlich sehr sinnvoll, auch Fragebögen einzusetzen. Und hier empfehle ich spezifische Fragebögen für den Fuß oder für das Sprunggelenk. Und diese sind sehr zeitsparend und kostenminimiert. Die lassen sich wunderbar einsetzen, um eben die Frühphase auch zu beurteilen. Den ersten Test, den ich vorstellen möchte, ist der sogenannte Knee-to-Wall-Test. Beim Knee-to-Wall-Test wird die Beweglichkeit des Sprunggelenks in der Funktion überprüft. Je nach Arbeitsgruppe gibt es verschiedene Ausführungen. Ich zeige Ihnen jetzt den im Stand. Beurteilt wird der Abstand zwischen Großzeh und Wand. Das Kniegelenk muss die Wand berühren, die Ferse muss dabei am Boden bleiben. Es wird der Abstand gemessen und beurteilt. Man ist sich da relativ einig darüber, dass eine Seitensymmetrie da sein sollte und eine gewisse Mindestrange of Motion. Nach diesem Test lässt sich das Ganze beurteilen, entweder mit dem Goniometer oder mit einer iPhone-App oder aber mit dem Abstand. Wenn man sich nach dem Abstand orientiert, dann kann man davon ausgehen, dass man mit beiden Seiten mindestens 10 cm erreichen sollte, was so ein Stück weit als Norm angesehen werden kann. Und die Seitenasymmetrie sollte nicht größer als 1,5 cm sein.
Des Weiteren, ein Test, der sehr bekannt und verbreitet ist, ist der sogenannte Star Excursion Balance Test. Hier geht es darum, die Balancefähigkeit oder beziehungsweise die exzentrische Arbeit zu beurteilen. Und dieser sollte nicht als Beweglichkeitstest eingesetzt werden, was oft gemacht wird. Es gibt Modifikationen zu diesem Test, und zwar den White Balance Test oder aber auch den Antinor Reach Test. Und alle können eingesetzt werden. Am zeitsparendsten sind natürlich, wenn man nur eine oder zwei Richtungen macht, als alle Richtungen. Von der Ausführung her sieht es folgendermaßen aus. Ja, ich stehe zum Beispiel auf so einem Testkit und schiebe diese Box nach vorne. Das Ganze wird dreimal wiederholt und kann dann wieder eine Seitlichkeit darstellen. Wir nutzen diesen Test immer grundsätzlich als Voraussetzung innerhalb des Return-to-Activity-Algorithmus für Sprungtests. Also wer diesen Test nicht bestanden hat, wer keine exzentrische Fähigkeit abbilden kann, der sollte auch nicht zwingend springen. Hier darf die Ferse abgehoben werden. Ich prüfe nicht die Mobilität des Sprunggelenks, sondern überprüfe vor allem, ob ich in der Lage bin, eine Exzentrik darzustellen, eine Belastung abzurufen und sehe den Test eher als eine Belastungserprobung als einen Balancetest. Was an dieser Stelle wichtig ist, dass man differenzieren muss zwischen dem Star Excursion Balance Test ohne Testkit und mit dem Y Balance Test mit Testkit. Man kann davon ausgehen, dass wenn ich das ohne Testkit mache, dass ich durchaus eine größere Range erreiche. Das liegt meistens daran, dass die Patienten sich mit dem vorderen Fuß kurz abstützen oder abdrücken und damit eine Schwerpunktverlagerung des Rumpfes nach vorne bekommen. Bedeutet, man darf, muss vorsichtig sein mit dem Vergleich von Daten mit und ohne Testkit. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass ohne Testkit zu testen, ist einfach das Problem, dass die Leute das Gewicht nach vorne verlagern und abstützen. Als letzten Test möchte ich den 90 Grad Balance Hop oder 90 Degrees Balance Hop vorstellen. Und zwar ist der sehr wertvoll für das Sprunggelenk, weil er zum einen die Bewegungsqualität abfragt. Es gibt klare Kriterien dafür. Und zum anderen die Landung in eine Stresssituation des Sprunggelenks ist. Das heißt, ich lande hier mit einem Absprung in einer Rotationsbewegung, wo mein Sprunggelenk antirotatorisch arbeiten muss und ich sozusagen da gegen eine Supination oder gegen eine Inversion arbeiten muss. Und dementsprechend ist dieser Test auch sehr wertvoll für eine Belastungserprobung, wenn es darum geht, wieder in eine Sprungaktivität oder eine mehrdimensionale Sprungaktivität zu gehen. Zusammengefasst ist es, glaube ich, wichtig, nochmal diesen Blumenstrauß darzustellen. Es ist nicht ein Test, der wertvoll ist. Es sind meistens eine Zusammenkunft an Tests oder ein Blumenstrauß an Tests, die ich sorgfältig je nach Anforderungsprofil meines Patienten aussuchen sollte. Und dadurch bekomme ich ein Profil meines Patienten. Und anhand dieses Profils kann ich bessere Entscheidungen treffen, was die Reha-Steuerung angeht, was die Readiness angeht, was die Kommunikation mit Patient und Arzt angeht. Und ein Abbilden eines solches Profils schafft einfach Transparenz gegenüber dem Patienten und gegenüber den Kollegen und Medizinern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe diesen Vortrag für Sie bereitgestellt auf unserer Homepage unter osinstitut.de. Sie können diesen Vortrag und Zusatzinformationen dazu gerne kostenlos downloaden. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß bei der Veranstaltung.